Ich habe über 45 Jahre Erfahrung mit Messerschleifen und wenn ihr sehen wollt, wie ein Profi Messer schärft, aber nicht nur Messer, sondern auch Scheren, Knochensägen und Messer mit Wellenschliff, dann bleibt dran, gleich nach dem Intro geht's los. Hier mal ein Überblick über einen Teil meiner Messer und Gerätschaften, die es gilt, scharf zu halten, inklusive Schere, inklusive Wellenschliff, inklusive Knochensäge. Und hier sind meine Utensilien, die ich zum Schärfen brauche. Das ist übrigens ein Tête de Mort Schneider, das ist ein Käse, ein Mönchskopf und damit kann man den Käse hauchdünn abreiben und sogenannte Käsenelken mitmachen. Auch da ist ein Messer dran, das muss auch geschärft werden. Natürlich werde ich euch auch zeigen, wie man eine Aufschnittmaschine wieder scharf bekommt. Es handelt sich hier natürlich um eine Profi-Aufschnittmaschine. Nichtsdestotrotz, auch die muss regelmäßig geschärft werden. Denn egal was es ist, alles was benutzt wird zum Schneiden, zum Hacken, zum Wolfen, unterliegt natürlich einem Verschleiß und irgendwann wird das beste Messer stumpf und es muss nachgeschliffen werden. Das sind übrigens einige von meinen Keramikmessern. Keramikmesser haben den Vorteil, man braucht die nicht schleifen. Die bleiben immer relativ scharf, aber eben nur relativ scharf. Ich arbeite mit diesen Messern nur, wenn ich irgendwas schneide, wo es eben auch eine schwierige Unterlage hat. Hier könnte man zum Beispiel auch auf dem Metall die Tomate schneiden. Und das würde dem Messer nicht viel ausmachen, weil die Keramik ist so hart. Soweit ich weiß, arbeitet Vincent Klink, der Starkoch aus Stuttgart, den ich persönlich mal kennenlernte. In meiner Zeit in Stuttgart habe ich unter anderem auch nicht nur als Küchenchef gearbeitet, sondern auch zur Weiterbildung mal bei einem großen Fischhändler. Und da kam Vincent Klink und hat so eine dicke Scheibe von einem Hai gekauft. Und da habe ich ihn mal persönlich kennengelernt. Ein ganz netter, auf dem Boden gebliebener Kerl. Also ich mag den. Und weil das Thema so umfangreich ist, werde ich das mindestens in 3 Videos aufteilen müssen. Denn ihr seht, hier sind zum Beispiel Sparschäler. Bei dem einen habe ich schon die Klinge ausgebaut, Wolfsscheiben. Hier sind Fleischermesser mit dem blauen Griff, dann eine super Küchenschere. Hier kommen meine Kochmesser, dann die Knochensäge. Und da hinten seht ihr meinen Schleifstein, die Auswahl von Rundfeilen und da hinten in einem kleinen Päckchen sind Rundfeilen und Dreiecksfeilen und andere Feilen drin, die man eben auch braucht für ausgefallenes Werkzeug, wie eine Knochensäge zum Beispiel. Und heute soll es darum gehen, ich werde eins von meinen Fleischermessern schärfen und dazu baue ich mein Set hier ein wenig um. Zunächst einmal ein wenig Theorie. Ein stumpfes Messer die Klinge hat den Durchschnitt ungefähr so, die ist dann abgenutzt und rund und schneidet natürlich nicht mehr richtig. Eine scharfe Messerklinge sieht dann so aus und je flacher der Winkel ist, desto schärfer ist das Messer, ist natürlich auch anfälliger. Aber an meinem Messer lasse ich natürlich niemand dran. Ich habe hier Messer dabei, die habe ich vor 20 Jahren geschliffen und sind immer noch scharf. Und das ist zum Beispiel ein Schliff, den man einem Beil oder einem Spalter verpasst. Weil da würde ja, wenn man das so spitz zulaufen ließe, würde der sofort wieder stumpf sein. Der ist dann also im Halbrund so. Die Klinge wird dann so geschliffen und das hält eine Weile. Und jetzt gleich noch zum Verdeutlichen, was hier passiert, wenn ich das hier auf der groben Scheibe, das Messer schleife. Nach einer Zeit bildet sich dann der sogenannte Grat und das sieht dann ungefähr so aus.
deute das jetzt hier mal an. Wenn man genug geschliffen hat, dann bildet sich der Grat, das kann man fühlen, oder wenn man das Messer durch ein Blatt Papier zieht oder durch Watte zieht. Man kann es auch sehen, wenn man genau hinschaut. Da biegt sich also die Klinge im ganz mikrofeinen Bereich, biegt sich so um. Und da würde man natürlich auch den Punkt nicht treffen. Stellen wir mal vor, das wäre jetzt hier eine Tomate, und wenn man da jetzt reinschneiden würde, da würde man ja überhaupt nicht durchkommen, weil die Schneide sich halt so ein bisschen verbogen hat. Und den Grat muss man halt abnehmen. Das machen viele Leute mit der feinen Seite des Steins. Das mache ich nicht. Dafür habe ich dann meine Maschine, und zwar diese Filzscheibe mit der Schleifpaste. Wenn ihr gedacht habt, dass ich meine Messer hier auf dieser Lamellenscheibe mache, das ist nicht der Fall. Die Lamellenscheibe benutze ich nur für mein Aufsitzrasenmäher. Der hat so zwei Messer. Oder wenn ich mal ein Beil schärfen will oder einen Spalter, für grobe Sachen halt, an meinem Messer würde ich diese Scheibe nie lassen, weil das ist viel zu undifferenziert. Man nimmt zu viel Material weg und die Messer werden heiß. Und das ist also nicht gut für Messer, deswegen steht hier die Maschine, weil ich die Filzscheibe brauche. Das hat den Vorteil, dass das viel, viel schneller und viel genauer geht als hier mit der Feinscheibe. Denn Time is Money, das gilt natürlich auch für Profiköche und Profifleischer. Da ist das angesagt, so mache ich das. Ihr könnt mir ja dann anschließend mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und wie ihr so Messer schleift, was ihr so für Erfahrungen habt. Oder wenn ihr das zum Schleifen außer Haus gebt, was ihr dann so für ein Messer oder eine Schere bezahlt. Das würde mich mal interessieren. Oder ein Wellenschliffmesser scharf zu machen. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Diese Tomate liegt hier nur exemplarisch dafür, dass ich euch nachher zeige, wie scharf das Messer denn geworden ist. Und ich möchte euch gerne auch mal den Unterschied zeigen zu den Messern. Das hier, meine beiden Fleischermesser, die habe ich ja gebraucht, die habe ich mir neu angeschafft. Ich habe aus meiner Fleischerzeit, das ist ja schon 45 Jahre her, habe ich keine Messer mehr, leider. Aber ich habe mir welche neu gekauft, weil ich ja drei Schweine gemästet habe und die dann anschließend geschlachtet und verwurstet habe und Schinken von gemacht habe, brauchte ich natürlich wieder Fleischermesser. Und das hier habe ich schon geschliffen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier sind Spuren von dem Schleifstein. Das Messer ist noch nicht geschliffen. Das kam so. Und schaut mal, die von der Fabrik her, vom Hersteller aus, machen das nur an der untersten Seite scharf. Und das hält natürlich nicht lange. Und wenn man jetzt so ein Messer das erste Mal schärfen will, also ich auf meine Art, dann muss man das hier auf den Stein legen und nur einen ganz, ganz flachen Winkel und so viel Material abarbeiten, bis ich dann hier auf die Schneide komme. Denn ich möchte die Messer so scharf wie möglich haben und deswegen mache ich hier keinen Winkel. Es gibt einen Haufen Videos im Internet und bei YouTube, wie man Messer schärft. Hier seht ihr meine Version. Da ist dann von 20 Grad, manche von 30 Grad die Rede. Ich schleife ganz, ganz flach und taste mich ran. Das dauert eine Weile. Aber dafür spare ich wieder die Zeit an, wenn ich den Grat wegpoliere, dann mit meiner Filzscheibe. Ich kann euch nur sagen, es lohnt sich, etwas Zeit zu investieren. Wie ich bereits erwähnt habe, einige meiner Kochmesser habe ich seit 20 Jahren nicht geschliffen und die sind noch super scharf. Und natürlich ist ein scharfes Messer weniger unfallträchtig und es macht mehr Spaß, damit zu arbeiten. Und man hat natürlich auch die besseren Schnittergebnisse, denn das Auge ist mit. Und wenn man wirklich gut kochen will, braucht man nicht nur gutes Werkzeug, gute Zutaten, sondern auch ein paar Skills, die eben ermöglichen, dass man ganz feine Zwiebelwürfel macht oder Kräuter ganz fein schneidet oder was auch immer. Es sieht einfach besser aus und es macht dann mehr Spaß, das Ergebnis zu genießen. Noch ein Wort vorweg zu Wetzstählen. Ich habe hier einen ganz einfachen. Früher, als ich noch als Fleischer tätig war, habe ich einen Vielfelderstahl gehabt. Grundsätzlich ist der Stahl also dazu da, nicht um Messer zu schärfen, sondern um scharf zu halten. Der ist also magnetisch
Und diese Magneten, wenn ich das Messer hier ganz leicht drüber ziehe, diese Magneten richten die Stahlmoleküle in eine Richtung aus und dadurch wird das Messer scharf gehalten. Man kann also mit einem normalen Stahl keine Messer schärfen. Ich habe auch Videos gesehen, es gibt so Keramikstähle und sonst was und da wird dann eben auch gesagt, damit kann man das Messer dann schärfen und Material abnehmen vom Messer. Halte ich nicht viel von, es ist viel zu undifferenziert. Man kann also keinen richtigen Schliff reinbringen, nach meiner Meinung. Ich fange jetzt mal an und zwar werde ich dieses Messer nachschleifen. Das hat sehr gelitten von der Schärfe. Es ist also noch scharf, aber es rasiert nicht mehr. Und deswegen schleife ich das jetzt mal nach, auch exemplarisch für euch. Ich habe hier einen Stein mit der groben Seite nach oben und den habe ich schon über eine halbe Stunde gewässert. Und was natürlich auch wichtig ist, ich gebe hier noch ein bisschen Wasser drauf und ihr seht, wie das der noch aufsaugt. Und wichtig ist natürlich, brauche ich eigentlich nicht zu erwähnen, die Messer müssen sauber sein und vor allen Dingen auch fettfrei, sonst klappt das Ganze nicht. So, jetzt bleibt das Wasser oben drauf und wird nicht mehr eingesaugt. Und ich gehe jetzt her, schaut mal, so wäre es flach. Und ich mache nur einen ganz, ganz bestimmten flachen Winkel und mache mit kreisrunden Bewegungen, fange hier vorne natürlich an und gehe bis zur Spitze. Ich fixiere mit der linken Hand die Messerspitze. Drunter habe ich hier ein nasses Tuch, damit der Stein ein bisschen Halt hat. Auch ganz wichtig. Wenn ihr das noch nie gemacht habt oder ungeübt seid, fangt mit einem Messer an, was euch nicht so wichtig ist, was auch nicht so wertvoll ist. Es gibt ja teilweise damastgeschmiedete Messer in der Luxusausführung, die kosten ja bis knapp 2000 Euro. So viel wäre ich nicht bereit für ein Messer auszugeben. Aber Messer an sich sind wertvoll und da sollte man auch drauf achten und wenn ihr nicht geübt seid, nehmt einfach ein älteres Messer. So. In vielen Videos wird dann so gezeigt, wie geschliffen wird. Finde ich nicht gut. Ich gehe mit Kreisbewegungen, weil dann nehme ich gleich auch wieder einen Teil vom Grat mit ab. Und erziele schneller und ein besseres Ergebnis. So, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da sieht man schon die neuen Schleifspuren. Das war dann die eine Seite. Und ich wechsle mich immer ab. Ich schleife nicht nur eine Seite, sondern ich schleife dann beide Seiten im Wechsel. Ich mache nicht eine Seite insgesamt fertig. Und so biege ich den entstandenen Grat gleich ein bisschen hin und her. Wenn ich nur eine Seite machen würde, würde sich auf der anderen Seite der Grat anhäufen. Und das vermeide ich, indem ich einmal durchziehe, von hinten bis nach vorne zur Spitze. Und dann wechsle und die andere Seite mache. Bitte seid vorsichtig, rutscht nicht ab. Es kann böse Verletzungen geben. Schaut mal, die schwarzen Finger, das ist also Abrieb vom Stahl, aber auch eben vom Stein. Und das wird man nicht erkennen können, dass jetzt hier Grat drauf ist. Man kann das fühlen. Früher habe ich das immer über den Daumennagel gezogen, aber das bleiben so hässliche Einschnitte im Nagel. Ich werde euch das jetzt hier mal an dem Papier demonstrieren. Schaut mal, das geht gar nicht richtig rein. Und hier hakt es richtig. Und das ist eben der Grat. Das habe ich ja euch vorhin aufgezeichnet. Ich rufe das nochmal in Erinnerung. Und dann kommt der Effekt jetzt, den ich hier aufgezeichnet habe.
Also das hakelt und das würde auch in der Tomate jetzt oder in jedem anderen Schneidgut, würde es nicht richtig schneiden. Und jetzt gilt es, diesen Grat zu entfernen und wie ich das bereits gesagt habe, die Polierscheibe habe ich zwar auch schon benutzt, aber schneller geht es mit dieser Filzscheibe und das werde ich euch jetzt zeigen. Natürlich kann nicht jeder so ein Gerät zu Hause haben. Dann müsst ihr eben die feine Scheibe nehmen. Ich werde das hier mal kurz andeuten. Ich möchte ja auch, dass jeder sein Messer scharf machen kann. Und so ein Stein kostet 15 oder 20 Euro. Genau in dem Winkel, in dem ihr vorher geschliffen habt, auch mit der feinen Seite des Steins weitermachen. Und ich schätze mal jetzt diesen Winkel ab. Das wären jetzt hier ja rechtwinklig 90 Grad. Im Netz steht dann 15, 20, 30 Grad. Ich bevorzuge, wie ich vorhin bereits erklärt habe, einen ganz, ganz flachen Winkel. Das sind vielleicht 5, 8 Grad. Und damit genau wie vorher auf der groben Scheibe das Messer abziehen. Nur jetzt in einem schnelleren Wechsel die eine und die andere Seite. Damit der Grat von der einen Seite zur anderen gebogen wird und letztendlich verschwindet. So, und das macht man dann so lange, bis eben die Papierprobe positiv ausfällt. Und man sieht schon, die paar Züge haben schon was gebracht, es hakt nicht mehr so richtig. Aber für meine Ansprüche ist das jetzt natürlich noch nicht gut genug. Das kann man natürlich jetzt hier durchziehen, bis der ganze Grat weg ist. Und wer einen Lederriemen hat, dann noch über einen Lederriemen abziehen. Ich habe sowas nicht. Ich mache sowas nicht, weil ich eben diese Filzscheibe benutze. Ich habe diese rote Plastikkiste dorthin gestellt, sonst fliegt mir die Schleifpaste gleich an die Wand. Schaut mal, da fliegen schon die Fetzen. Die Schleifpaste wäre jetzt an der Wand. Ich habe das Messer gesäubert und da gehe ich jetzt von Anfang bis zur Messerspitze mit einem Winkel von ungefähr 30 Grad und wechsle nach jedem Zug die Seiten, natürlich immer in Pfeilrichtung. So wäre es natürlich nicht gut, dann würde man die Scheibe gleich zerstören. Und man sieht schon, wie es dort den Grat abnimmt. Das dauert schon eine kleine Weile, aber man möchte auch ein perfektes Ergebnis am Schluss haben. So, zum Abschluss bekommt das Messer noch etwas Feintuning hier mit meinem einfachen Wettstahl. Ich gehe nur ganz leicht über den Stahl und ziehe die Moleküle in eine Richtung. Und jetzt habe ich mir mal den Arm frei gemacht. Ich zeige euch mal, wie scharf das Messer ist. Schaut mal, da spritzen die Haare schon ab. Rambo würde sich dann natürlich das Gesicht mit rasieren, so weit gehe ich nicht. Ich hoffe, das kann man sehen. Schaut mal. Dann ist es natürlich auch klar, dass das Messer hier die Schnittprobe besteht mit dem Papier. Und jetzt zum guten Schluss schneide ich hier nochmal eine Tomate auf. Und schaut mal, wie ultra dünn die Scheiben sind. Und das geht natürlich nur mit dem scharfen Messer. Ich könnte praktisch die Tomate damit auch schälen.
glaube, das ist ein eindrucksvoller Beweis und ein gültiger Versuch. Im nächsten Video, im Teil 2 Messerschärfen, zeige ich euch, wie man richtig Wellenschliffmesser nachschärft. Also wer das nicht verpassen will, macht am besten ein Abo und klickt die Glocke an, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, hat für den einen oder anderen etwas den Erkenntnisstand erhöht. Und wenn das so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Schön, dass ihr das Video bis zum Schluss geschaut habt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse und fürs Zusehen und sage zum Schluss wie immer Tschüss, bis zum nächsten Video.